Ja, Leute, heute machen wir eine Nezu Yakitori. Und dazu gibt's ein Krautsalat nach Big Tuck's Barbecue. Herkommen! Du hast uns den Krautsalat gemacht? Also ich habe den Krautsalat gemacht, aber ich bin nicht Big Tuck's Barbecue. Richtig, das ist... Ich bin René von R&K Barbecue. Richtig. Und was ihm alles beim Krautsalat machen passiert ist, nach Takis Rezept, das schaut ihr bei ihm, weil das ist eine Crossover-Folge. Und Leute, ich hoffe, dass er nach diesem Video mindestens 100 oder 200 Abonnenten mehr hat. Also das täte ich mir wünschen für ihn, weil Feuerplatte... Das Hauptthema ist bei unserem Kanal. Genau. Also richtig geile Geschichte. Und wir gehen jetzt vor und machen unseren Spieß. Auf die Idee bin ich übrigens gekommen, endlich mal wieder mein Schwert zu benutzen, nachdem ich vom Klaus das letzte Video da angeschaut hatte mit seinem Ritterspieß. Aber jetzt gehen wir vor. So Leute, und das Ganze machen wir natürlich über ein offenes Feuer, beziehungsweise lassen wir es nachher runterbrennen. Dazu werden wir die Feuerplatte runternehmen, zum Leid vom René, aber die kommt dann wieder drauf, da darf er uns auch noch was zubereiten. Mir fällt gerade ein, ich habe das Fleisch vergessen. Leute, ich nehme mal schnell Anlauf, mache einen Zeitstrom und hoffe, dass ich doch bei gestern rauskomme, dass ich das Fleisch noch vorbereiten kann. Also. Und. So ein Zeitsprung ist gar nicht so einfach. Aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Mein Haargummi ist weg. Ich habe bei dem Zeitsprung tatsächlich mein Haargummi verloren. Hammer, Leute, Hammer! Aber ich sehe, da drüben ist schon alles hergerichtet. Gehen wir rüber und legen wir los, dass wir das dann nachher, also ich springe dann wieder zurück, alles da haben. Genau, fertig. Mitkommen! Ja, und Handschuhe habe ich auch schon angehabt. Geile Sache. Für unsere Ninjutsu Yakitori, Spieße hätte ich fast gesagt. Spieß, Schwert braucht man eigentlich gar nicht viel. Knoblauch, bisschen Zwiebel, Sojasauce, ein Sake und ein Mirim. Mirim, was ist denn das? Reisweinwürze, okay. Und Zucker, ja, 3 bis 4 Esslöffel. Das ist alles, was wir benötigen. Ja, das wird eigentlich so ziemlich 1:1 gemischt. Ja gut, in anderen Rezepten haben sie ein bisschen andere Mischungsverhältnisse. Ich habe mir jetzt ein 1:1 Rezept rausgesucht. Und, ne, wirklich nicht. Oh, geh runter. Oh, wie ich jetzt hasse. Soll ich jetzt wirklich eine halbe Stunde lang diesen hier machen? Mit Sicherheit nicht. Oh Mann. Nee. Jawohl. So gefällt mir das schon besser. Milliliter, gut. Dann nehmen wir jetzt, ja, da können wir jetzt auch 150 Milliliter Sake nehmen, das ist jetzt auch kein Problem. Wo sind wir denn? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht in dem Licht hier. Bis hierher müssen wir bis zu dem. Naja, knapp 150.
und dieselbe Menge an Sojasauce. Jetzt muss ich noch mal gucken. Und meinen Finger hinhalten. Also für die Menge haben wir jetzt jeweils ca. 150 Milliliter genommen. Dann tue ich hier mal den Knoblauch durch die Presse durch. Na. Ah ja. Den Zucker können wir auch gleich reinkippen, der muss ich noch auflösen. Also dürfen wir nachher rühren. Und weil das Ganze so schön funktioniert mit Knoblauch, probiere ich das doch mal mit Zwiebel auch aus. Schöne Zwiebelmatsche. Na, hat das schon mal einer gemacht? Zwiebel durch die Knoblauchpresse durch? Wahrscheinlich noch nicht. So verrückt bin bloß ich. So, jetzt sollten wir hier die Aromen schön drin haben. Dann schauen wir jetzt, dass sich der Zucker richtig schön auflöst. Und dann geht es auch schon weiter. Eigentlich bloß noch mit Einlegen und Einkneten von den Hähnchenfilets oder Hähnchenbrüsten. Zwiebel und Knoblauch könnte man weglassen, muss nicht unbedingt sein, aber der Rest muss sein. Und hier wird jetzt alles so richtig schön eingelegt. Also das waren mal richtig schöne Hähnchenbrüste, das sind richtige gute Okolyten. Geil, oh ja. Kann man noch ein bisschen durchmanschen. Und die kleinen Stücke waren da noch mit dran, die habe ich weggeschnitten, die machen wir halt dann extra. Kommt natürlich hier auch mit rein. Tja, Deckel drauf und ab in den Kühlschrank. Und dann noch mal kurz zu mir die Cam. Ja, so einfach geht die Yakitori-Spieße, wenn man Spieße machen will, einzulegen. Und Leute, ich merke schon, das Zeitkontinuum zieht mich wieder zurück. Wir sehen uns morgen! Oh, oh, alles wieder normal. Oh, ja. Haargummi wieder drin. Meine Klamotten habe ich wieder alles an. Fast so wie heute. Aber das Fleisch ist nicht da. Ach, das habe ich ja in den Kühlschrank gestellt. Das hole ich mir jetzt. Dann können wir schon zum Aufspießen anfangen. Lauch kommt auch noch dazu. Und wir sehen uns hier am Tischchen gleich wieder. So Leute, dann feuern wir das Ganze hier mal an. Wir machen das eigentlich auf Birkenholz heute. Da habe ich einfach so entschieden. Und das lassen wir jetzt aber erst einmal schön anfeuern, runterbrennen, dass wir nachher so ein richtig schönes Glutnetz haben mit ein bisschen Flammen und so. Ja, und dann wird unser genialer Spieß einfach oben drüber gelegt. Aber das braucht jetzt eine Weile, bis wir da was Ordentliches zusammen haben. Ja, ich hoffe, mir fackelt hier nicht alles ab. Noch ein bisschen was nachgelegt und ey, wer jetzt wieder zum Heulen anfängt, wächst der Rinde. Bis wir da was drauflegen, ist die Rinde weggebrannt. Ja, und das Einzige, was mir heute etwas Sorgen bereitet, ja, ist der kümmerliche Lauch, den ich nur bekommen habe. Ich war in 3 verschiedenen Läden, überall war der Lauch weg. Im 4. habe ich dann 2 so lächerliche Stänkchen noch bekommen. Naja, ich hoffe, dass uns der drauf hält.
Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt dann gleich zum Spießen anfangen. So Freunde, ich habe jetzt sicherheitshalber, weil der René vorher was gesagt hat, von Schwert ausglühen lassen. Nee, nicht mit meinem. Noch den Moesterring aufgesetzt und noch ein bisschen Holz. Nein, einfach, dass wir nachher wirklich eine schöne Glut haben. Also für uns dauert es jetzt halt immer noch ein bisschen. Aber für euch dann wirklich definitiv im nächsten Schnitt wird gespießt. Leute, jetzt habe ich erstmal die Mädels verscheuchen müssen, weil die hier so geschnattert haben. Und wir fangen jetzt an, unser Ninjutsu Yakitori-Spieß zu spießen. René, riech mal. Oh ja. Boah, geil. Oh, Wahnsinn. Ja. Also, ich habe es ja bei meinem Zeitsprung schon gesagt, dass wir da ein bisschen was aufheben für morgen. Hm. Weil alles werde ich hier wahrscheinlich gar nicht drauf kriegen. Hm. Halt mal so rum. Ist die Gefahr oh Gott, geringer. Ja. Jawohl. Zwischendrin ein Lauch. Ich hoffe wirklich, dass der so hält, wie ich mir das vorstelle. Ich wünsche es mir. Und nicht, dass der komplett gleich gespalten wird. Oh, das wird der Spaß, das Zeug wieder runterzubringen hier. So. Leute, schaut euch die geilen Hähnchenbrüste an. Läuft überhaupt meine Cam? Jo. Ha, gut, so. Nicht, dass ich hier einen riesengroßen Fehler mache. Ja, und so mache ich das jetzt ungefähr bis man halt. Michi, das ist alles gut und schön. Aber die Kamera da drüben, die sieht gar nicht. Echt? Ach, du filmst auch mit. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, ungefähr bis hierher kann ich spießen. Also kriegt man schon ein bisschen was drauf. Also für uns heute zum Essen soll es auf alle Fälle reichen. Und wenn dann morgen noch Besuch kommt oder später, ich weiß es nicht, dann kann ich ja ganz einfach nochmal was so auf den Grill drauf schmeißen und dann kriegen wir das auch. So. Also ich bin hier wirklich sehr vorsichtig, weil ich brauche ja meine Hände noch. Weil noch ist mein Arcade-Automat nicht fertig. Aber jetzt halte ich die Klappe und spieß erst einmal fertig. Ja! Nee, Spaß. Jetzt wird er schwer. Jetzt wird er echt schwer. Tja, ich glaube, das wird dann das letzte Fleisch fast sein. Jo, das reicht. Zwei Lauch haben wir auch noch übrig. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Also ein bisschen was haben wir tatsächlich noch übrig. Wunderbar. Halt, ein bisschen Dose muss ich abschöpfen. Weil die brauchen wir nachher auf alle Fälle noch zum Bepinseln. So. Gut.
Cam auf mich. Hier haben wir jetzt unseren Ninjutsu Yakitori-Spieß. Und den legen wir jetzt gleich aufs Feuerchen. Leute, die Hitze ist abartig. Es ist bloß noch ein Holzscheit drin und halt die Glut, aber nee, das ist uns definitiv zu heiß, dass wir das Fleisch drüber hängen. Ja, müssen wir immer noch ein bisschen warten. Ich dreh bald durch. Ich hab Hunger. Jeha! Ja, dann wollen wir die Hähnchenteile, die Yakitori-Teile einmal schön grillen. Wir können sie ja ab und zu drehen und wenden. Gar kein Problem. Und grillen. Und zwischendurch werden wir sie definitiv pinseln. Ganz einfach die Marinade nehmen und noch mal ein bisschen drüber. Auch über den Lauch. Die karamellisiert er schön durch den Zucker, der drin ist. Und das ist ja das, was dann hinterher auch noch so richtig, richtig geil ist. Öfters drehen und wenden, ganz klar. Auch damit man hier eine schöne Soßenkruste, naja, ihr wisst, was ich meine, mit der Yakitori-Soße hinkriegen. Voll den Rauch mal wieder eingeatmet. Der Lauch selber darf ruhig schwarz werden, weil die äußerste Schale eh runterkommt. Und innen drin hat man dann lecker, 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 lecker Lauch. Hot, hot, hot. Ei. Egal. Da muss man jetzt durch als Loch. Langsam aber sicher kommen wir genau dahin, wo wir hinwollen. Ja, jetzt wieder die Unterseite noch ein bisschen. Und dann werden wir doch hoffentlich bald speisen können. So Leute, ja, schön Farbe hat es gekriegt. Ein bisschen dunkel ist ja klar, Zucker etc. pp. Und ich würde sagen, wir nehmen das Ding runter. Boah. So. Das tun wir uns jetzt alles schön auf das Brettchen hier drauf. Und dann kann sich jeder runternehmen, was er möchte. Und im Hintergrund, die Weiber können wieder nicht die Klappe halten. Also, Entschuldigung, wegen Hintergrundgeräuschen. Wir sind hier in Deutschland und haben freie Meinungsäußerung. Wir brauchen uns nicht den Mund verbieten lassen. So. Komm jetzt runter hier. So. Auch geil. Das schmeckt mal richtig lecker. Was machst du da? Ja, Leute. Und der René und ich kommen dann gleich ja, zum Probiererle vor die Cam. Wo auch Takis griechischer Krautsalat probiert wird. Oh, heilige Scheiße. Taki, also mit deinen Zutaten stimmt echt was nicht. Der raucht immer noch. Ich weiß ja nicht, was die da so fabriziert da. Nee? Aber für mich sah das normal aus, so muss ich sagen. Solange es hier knallt und explodiert, ist alles in Ordnung. Ihr Verrückten. Wir sagen Bussi, Knutti. So Leute, mein Teller sieht etwas gemetzelt aus. Er hat einen schöner geschnibbelt, aber das ist ganz egal. Wo fangen wir an? Wir fangen mit dem Krautsalat an. Mit dem Krautsalat vom Taki? Ja. Original griechisch. Nicht schlecht.
Aber. René, ja. Wir haben ein bisschen aufgepoppt. Oh, okay. Magst du auch probieren? Ja, klar. Also, er ist nicht schlecht. Takis Krautsalat ist gut. Das ist Takis. Und das hier vorne Takis Plus ist der aufgewertete. Von Schatzi. Wow. Lecker. Also erstmal, sie haben beide was. Mhm. Der eine ist schnurpsig. Ja. Taki seiner ist, glaube ich, bloß mit Öl und Essig. Ja. Und Schatzi hat noch, so wie es schmeckt, und die Mayonnaise dran. Mayonnaise und Mörchen noch mit reingeschnitten. Mhm. Fein. Ich finde, beide sind lecker. Mhm. Schatzis Kartoffelsalat, der schmeckt eh immer. Mhm. Oh je, ich hab doch keinen drauf. Mhm. Kann ich nicht verkosten. Und jetzt das Yakitori. Ninitsu Yakitori. Ich nehme es mal in die Hand. Ich komme gleich wieder. Ich habe mir mal so ein Scheibchen runtergeschnitten. Ja. Ja. Zart. Würzig. Oder was meinst du? Richtig geil. Also auf alle Fälle nicht trocken. Und natürlich den Lauch nicht zu vergessen. Ich bin wieder da. Kommt sehr, sehr lecker. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir essen jetzt und danach sehen wir uns dann noch zum kompletten Fazit, wo dann auch die Mädels aus dem Hintergrund ihre Kommentare abgeben dürfen. Bis gleich. Tja Leute, es hat keinen Schaden genommen. Ich habe es schon wieder sauber gemacht und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Klaus, klar, Klaus hatte ja das Video gemacht mit seinem Retterschwert. Dadurch bin ich ja hier auf die Idee gekommen, dass ich das mal wieder einsetzen könnte. Und ja, schauen wir mal, wann ich das nächste Video damit mache. Aber jetzt räume ich das erste Mal weg, bevor der René hier noch in Panik verfällt. Ich bin beruhigt wieder. Gut, dann kommen wir zum ersten Fazit. Zu seinem Video. Kommen Sie mal näher, Sie sind schon fast aus dem Bild draußen. Ja. Der Krautsalat vom Taki. Wirklich lecker. Er ist lecker, muss man so sagen. Aber er ist nur auf Öl- und Essigbasis. Vegan. Oh. Mir schmeckt halt mit Mayo doch noch ein bisschen besser. Aber er ist gut. Man kann ihn nachmachen. Und wenn wir über die Alpen drüber fahren, dann kriegen wir sowieso bloß noch Öl und Essig. Also, du hast ihn hervorragend nachgemacht. Denke ich auch. Mein Schatz hat ihn noch besser aufgewertet. Jetzt hör doch mal wieder auf, hey, mit dem Lobgehudel da. Also ich weiß nicht, was du verkehrt gemacht hast, Michi, aber ich sag erstmal nichts jetzt. Ist auch besser so. Jetzt darf ich heimgehen. Nein. Nein. Hier habe ich das Hausrecht. Die sind so gemein zu mir. Also, Taki, dein Salat ist gut. Der war super. Einwandfrei. Kann man echt nichts sagen. Ja, der war super, der Salat. Der andere war auch essbar. Und Schatz, er hat dich schlecht gemacht. Ja, das Hühnchen natürlich, es war saftig, es war nicht trocken geworden. Der Kartoffelsalat. Du schaust schon wieder in der Gegend rum. Er kriegt ja, nämlich gerade noch, kriegt noch ein Video-Coaching von mir nebenbei. Ich habe gerade geguckt, was es noch gab. Schön in die Linse gucken. Mach mal, mach mal. Ja. Wir gucken schön in die Linse. Und nicht so rumzappeln. Oh. Also, machen wir weiter mit dem Fazit. Genau. Ja, das Hühnchen, die Hühnchenbrust war saftig, lecker. Der Kartoffelsalat, der war schön, schmackhaft.
Ja, also ich sage mal, für uns in der Lausitz war er ein bisschen anders oder anders produziert. Ja. Aber trotzdem sehr lecker. Gut. Und was hat man noch drauf? Ach, hier den Lauch. Den Lauch. Ja. Den Lauch. Auch eine Idee, oder? Das war, zu machen? Es war eine Idee, ja. Aber das war nicht ganz so meins. Okay. Aber der Rest war wirklich... Wunderbar, das freut mich. Gut. Also ich fand das Yakitori, Ninitsu Yakitori, wirklich sehr gut gelungen. Wobei ich für mich persönlich noch ein bisschen mehr Zucker reingehauen hätte. Aber dann hätte ich wieder Schimpfe bekommen, dass es viel zu süß ist. Also das müsst ihr selber entscheiden. Wollt ihr süßer, einfach ein bisschen mehr Zucker rein tun. Aber ansonsten... Ah, top. Jetzt reite doch nicht ewig da drauf rum. Ja, Schatz, dann kommen wir zum Fazit von den Mädels. Schatz, sie fängt an. René, ja, dein höre. Krautsalat war lecker. Danke, Andrea. Etwas grob und etwas pfefferlastig. Aber sonst, er war lecker. Er war wirklich lecker. Danke, Andrea. Gut. Diese Spieße... Ein Theater. Fleisch vergessen. Scheiße. Ja, da habe ich... Wir beamen zurück. Wir beamen nach vorne. Ich habe gemeint, ich reite jetzt auf dem Schwert davon. Ein Theater. Aber das Ergebnis war genial. Gut. Schön saftig. Von der Würzung her sehr, sehr gut. Muss ich jetzt also sagen. Nicht überwürzt, weil das kann ja Michi einwandfrei viel überwürzen. Hat er diesmal nicht gemacht. War sehr gut. Der Kartoffelsalat, das war der Preis von gestern. War adlig, das muss man einfach dazu sagen. Also ich hab's nicht geschmeckt. War es, dass er adlig war? Nö. Also, und ich weiß, dass ihr im Osten drüben den mit Gurke macht und Mayonnaise. Genau. Das ist für uns ein schlesischer und den gibt es nur dann, wenn ich ganz viel Zeit habe. Und das ist ja nur ein 6-Minuten-Kartoffelsalat. Aha. Also wieder was dazugelangt. Also, ja. Deswegen gut. War der gestern zu schnell. Weiter im Text, Carina. Ich fand das ganze Menü lecker, lecker, lecker. Aha, ich kann es nur weiterempfehlen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Patricia! Also ich fand alles so, wie es war, mega lecker. Nichts überwürzt, nichts fad. Nichts zu grob. Mega. Yeah. Leute, dann haben wir heute alles richtig gemacht. Aber eine kleine Anmerkung muss ich noch machen. Wenn ihr euer Fleisch vergessen habt, so einen Zeitsprung machen müsst, nehmt nicht den Time-Slipstream, weil ihr habt es ja gesehen, wie ich ausgesehen habe, nehmt den Time-Warp-Antrieb. Also, da kommt es besser an und habt auch nicht den ganzen Tag Schädelweh. Okay, in diesem Sinne... sage ich, bis zum nächsten Mal. Wir überlegen uns was. Vielleicht hocken wir heute Abend noch in der Grillkota. Also dann, ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal. Haki, also, ich habe hier jetzt mal den Krautsalat deponiert und ich probiere jetzt wirklich den anzuzünden. Was passiert? Also, schauen wir mal. Boah, der brennt! Der brennt! Oh. Fazit. Taggi, dein Krautsalat, wenn man den anzündet, der explodiert! Schönes Stück. Jetzt weiß ich auch, warum die hier auf der Terrasse so laut rumgelästert haben, dass ich bloß ein Frühstückszeug kriege.